Alte Teppiche sind voll out, Mann. Willkommen zurück zu Animal Crossing, Let's Go to the City. Unsere Bewohner haben leider keine alten Teppiche für Azisa gehabt, außer hier der Jan. Der war sozial, ja. Der hatte hier irgendwelche komischen Kunstrasenböden für uns. Aber leider sonst keiner und deswegen haben wir nur einen billigen Dielenboden von Azisa bekommen. Aber ist egal. Wir werden jetzt noch kurz unsere Bitterlinge mal verkaufen und auch noch die Falle, weil die brauchen wir nicht mehr. Und ja, dann werde ich mich wahrscheinlich mal damit beschäftigen, ein paar Briefe zu schreiben, um unsere Bewohner mal ein bisschen zu unterhalten hier. Denn wir könnten dadurch auch. Oh, Vogelpulli wird auch noch behalten. Wir könnten dadurch auch theoretisch sogar ein paar andere Items bekommen. Ja, die Äste brauche ich auch nicht unbedingt. Ja, das halte ich hier. 2800 Sternis, ja. Naja, vielen Dank. Kann ich auch was für dich tun? Nö. Ja, ich verstehe. Komm einfach wieder. Ich nehme aber noch Briefpapier mit. Eleganzpapier. Yo, in einer Packung sind immer vier. 800 Sternis. Krass, aber gib her. Ja, vielen Dank, das macht genau 800 Sternis. Dankeschön. Bitte. Ja, vielen Dank, komm bald wieder. Ich brauche Geld. Ich auch. Wegen dir, du Sack. So schließt sich der Kreis. Ja, aber wir wollen natürlich auch Geschenke anlegen. Am besten wäre halt wirklich Obst. Muscheln sind zwar auch ganz schön und halt nicht so viel wert wie Obst im Regelfall, aber bei Obst hat man halt die höchsten Chancen, dass man auch was Gutes zurückbekommt, nämlich anderes Obst, was ziemlich cool wäre. Denn dieses Obst hier bringt leider nur 100 Sternis. Anderes, also fremdes Obst, bringt immerhin 500 Sternis pro Frucht. Und das ist doch schon mal ein großer Unterschied. Hat man sich mehr als einen Baum dadurch gespart, wenn man das so sieht. So, und generell muss ich die Stadt noch ein bisschen erkunden heute, weil wir haben immer noch erst zwei Xe gefunden, ein Fossil und eine Falle. Also mindestens mal ein Fossil sollte noch irgendwo vergraben sein. Es kann aber natürlich immer hinter Bäumen sein. Das ist auch mal ziemlich mies dann, weil man das halt größtenteils nicht sieht. Tja, da muss man halt mal ein bisschen drauf achten. War ich hier unten eigentlich schon? Nicht so häufig ist gerade aber auch nicht sowas. Nein, ich wollte die Blume nicht einstecken. Verdammt. Aber hier sind noch Pfirsiche. Die können wir nochmal mitnehmen. So, dann schreiben wir doch mal einen netten Brief an irgendjemanden. Wir haben sogar schon ein paar Angefangene hier. Also, die haben noch nicht wirklich angefangen, aber schon mal so, ne? Ah, ne, ich wollte ihn ändern. Einfach nur ändern. Genau. So. Dann, was fällt mir denn gerade so spontan ein? Also, erstmal, hallo, Rosi. Wir schreiben jetzt alle dasselbe. Ich möchte in unserem Dorf ein bisschen mehr Diversität erleben. Trag doch dazu bei und schick mir Obst. Damit darf man groß. So. Dein Ausbilder, Niklas, nein, nochmal. Nein, Niklas. So. Ich möchte in unserem Dorf ein bisschen mehr Diversität erleben. Trag doch dazu bei und schick mir Obst. Sehr schön. Das war ein toller Appell. Und da legen wir natürlich Obst bei. Oh. Wir müssen erst das alte Geschenk entfernen, ich wusste. So, es ist irgendwie merkwürdig, was in Animal Crossing rauszuschneiden, ne? Aber ich möchte jetzt eigentlich tatsächlich jedem dasselbe schreiben oder nachkommen. Nee. Ich weiß halt immer, dass es ziemlich langweilig ist, Briefe zu schreiben, deswegen. Manu, ich fordere dich hiermit. Mann. Nerviger war es noch in der Gamecube-Version, da muss man durch mit dem Cursor jeden einzelnen Buchstaben auswählen, das zum Kurzen. Ich fordere dich hiermit dazu auf, mir unverzüglich, fuck, Obst zu schicken, da du ja schon keinen alten Teppich, fuck, Teppich für mich hattest. So, fertig. Ah, mein Hals ist ein bisschen verkrampft. So.
Manu bekommt nämlich auch einen für sich und wir schreiben noch einen dritten Brief. Ja, kann ruhig bei Gerald lassen. Ah, bei dem müssen wir aber mal ein bisschen Klartext reden, weil der ist ja immer so ein bisschen, ne, wofür gemeinnützige Sachen, ja, nee. Gerald. Wenn du mir... Ich glaube, das beschleunige ich, die Briefe. Wenn du mir nicht sofort eine neue Obstsorte schickst, das wird nicht mehr glaube ich. Nee. Wenn man das trennt, kann die nicht mehr identifizieren. Schickst, werde ich 1001 fallen. Oder fallen, Westfalen, genau. Fallen vor deinem Haus vergraben. Du hast 24 Stunden. Na, machen wir so. Die Zeit läuft. Die. Oh nee, du hast 24 Stunden Zeit. Dann machen wir es hier so. Die Zeit läuft. Niklas. So, sehr schön. Erstmal meinen ersten Drohbrief geschrieben. Alles supi. Da wird natürlich jetzt kein Briefpapier verschickt, sondern ein Pfirsich. Und die werden wir jetzt erstmal bei Pelli abgeben. So. Ja, also ich denke, ich werde es wirklich mal so handhaben, dass ich die Briefdinger da beschleunige. Weil ich will schon immer mal wieder ein paar Briefe schreiben, aber halt jetzt... Ja, es ist sonst ein bisschen langatmig, glaube ich. Deswegen werde ich ja mal beschleunigen. So. Hey, Pelli. Da. Hier ist das Fenster des örtlichen Burgerbüros. Was kann ich für dich tun? Ich wollte eigentlich zum anderen Fenster. Oh, in Ordnung. Ja, dann geh zum anderen Fenster rüber. Hallo. Oh, du schon wieder. Das ist das örtliche Postamt. Was kann ich für dich tun? Briefe versenden. So, wohin soll die Post verschickt werden? Nach Draconia. Und zwar diese drei netten Briefe hier. Bam, 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 bam. In Ordnung, du kannst mir die Briefe gerne geben. Hast du noch andere Briefe, die du verschicken möchtest? Nö. Herzlichen Dank für deinen Besuch, komm bald wieder. So, und jetzt möchte ich gerne noch direkt hier ein bisschen Musik ins Leben bringen. Hier ist das Fenster des örtlichen Burgerbüros, was kann ich für dich tun? Ich würde gerne eine Stadtmelodie hier so ändern. Du möchtest also eine neue Stadtmelodie komponieren? Nun, es wird bestimmt ein richtiger Ohrwurm für uns werden oder irgendwie sowas. Ja, wie hört sich das denn bisher an? Was kann man denn machen? Moment. Was war denn Langziehen nochmal? Das war das, ne? Genau. Okay. Moment. Gut. Ja, sehr gut. Ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. Düt. 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 Ne, das war irgendwie jetzt falsch. Wir hören es trotzdem mal an. Moment. Nee, Moment. Das müssen wir länger ziehen. Also E, G, D, E, G, D, D. Und dann wieder mit D anfangen. D, D, nee, mit E anfangen. Wo ist denn jetzt das E hin, verdammt? Achso, hier. Und dann? Nee. Dö, dö, dö. Wir müssen tief anfangen. Höher? Nee. Thank you.
Boah, der zweite Teil ist schwieriger. Nee. Mit D doch, ne? Nee. Scheiße. Das ist falsch. Irgendwie. Das muss ja auf E. Moment, hier muss eigentlich E hoch, hier muss G hin. Das muss doch der G-Ton sein, oder? Nee. Das muss der E-Ton sein, das ist schon richtig. Der muss halt auf jeden Fall gestreckt werden. Also der E-Ton muss eigentlich hier hin. Das ist alles irgendwie Kacke. Also das ist sowieso, ne, aber hier muss ja eigentlich noch so ein, machen einfach mal so ein. Das ist irgendwie. Es muss so nach oben gehen hier, oder? Bin ich jetzt einfach doof? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ich noch höher muss sogar, oder? Nee. Ja, es muss der das muss der erste Ton sein, definitiv. Doch, das muss eigentlich richtig sein. So ist es gut, so ist es gut. Wunderbar, deine neue Stadtmelodie wurde erfolgreich gespeichert. Oh, das ist ja sogar sehr das Wiegenlied. Das habe ich jetzt erst erkannt. Ja, hier, nichts. Okay, tschüss. Ah, wir haben es geschafft. Zeldas Wiegenlied ist jetzt unsere Stadtmelodie. Ah, und das können wir uns jetzt bei jedem Bewohner anhören. Ich mache erstmal mein Safe State. Das ist F7. Saving State. Sehr gut. So, dann wollen wir nochmal mit dem Bewohner reden, damit wir uns das nochmal anhören können. Ich hab jetzt keinen Bock, zu Oinka reinzugehen. Hier wird da bestimmt einer draußen rumlaufen, oder? Irgendwer. Hier, Samson. Ja, klingt auch sehr gut. Hey, Niklas, schalt mal einen Gang zurück, sonst überschlägst du dich noch. Pieps. Hey, Kumpel, warst du beim verrückten Rainer der Großstadt? Pieps. Nö, wer ist das? Der Laden floriert dich gerade, aber manchmal kommst du da voll billig ein cooles Zeug. Er hält sich irgendwo im dunklen Stadtteil auf, wo die meisten Leute nie hinkommen. Du musst Mitglied sein, da kann man dich einfach so reinspazieren. Du siehst aus wie ein Schnäppchenjäger, soll ich dir ein Empfehlungsschreiben ausstellen? Oh ja, auf jeden Fall, Mann. Alles klar, Sportsfreund. Ich schicke es dir, sobald ich meine Kniebeugen gemacht habe. Bring das Empfehlungsschreiben einfach mit, wenn du zu Rainer gehst, nicht vergessen. Klatsch ihn den Zettel hin und du bist dabei. Pieps. Cool. Wir haben unser Empfehlungsschreiben. Er wird uns unser Empfehlungsschreiben schicken, geil. Ja, nice. Mussten wir uns gar nicht drum kümmern. Es hat sich doch dann auch noch gelohnt, dass wir ihn angesprochen haben. Nicht nur, um Zeldas Wiegenlied mal zu hören, sondern auch tatsächlich, um bei Rainer Mitglied werden zu können. Saugeil. So, wie viele Sterne haben wir denn gerade so? Wir haben jetzt 15.000. Wir brauchen 18.000, glaube ich. Waren's. Naja. Okay. Dann werden wir mal gerade weiter Pfirsiche ernten und ein bisschen angeln. Ich wollte da noch irgendwas gemacht haben heute. Wir haben jetzt die Briefe verschickt. Wir haben die Stadtmelodie geändert. Was wollte ich denn noch machen? Ich wollte doch noch irgendwas machen. Was war das denn gleich? Ja, wobei, warte mal, wir packen das mal lieber das dahin. Wir stellen uns dann noch irgendeinen neuen Brief.
Ja, ist ja vollkommen wurscht. Ich will das nur haben, damit ich da was hinschreiben, was hinklatschen kann. Hier so das, den Kecher zum Beispiel brauche ich jetzt gerade nicht so. So, dann können wir hier die ganzen Pfirsiche schon mal. So. Können wir doch zwei Bäume abernten. So, ich weiß jetzt leider nicht, wie lang der Part werden wird, weil ich ja, wie gesagt, diesen einen Teil beschleunigen möchte. Müssen wir dann mal gucken. So, ja, aber sonst, wie gesagt, eigentlich machen wir jetzt nur noch so ein bisschen das, was wir so die ganze Zeit eigentlich gemacht haben. Oh, bewegt sich die Kugel? Fuck! Genau deswegen wollte ich mich nämlich anschleichen. Die hat sich nämlich bewegt, weil da ein Mistkäfer dran ist und den können wir fangen. Das hatte ich jetzt vor. Leider habe ich es verkackt. Ich muss niesen. Fuck. Nein, doch nicht. Fuck. Ich hasse sowas. Okay. Dann gehen wir also mal zurück. Wir könnten uns auch theoretisch schon neue Emotionen hier gönnen, so beim Theater. Die wechseln, glaube ich, täglich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da können, wir können halt bis zu 4 Emotionen tragen. Wir können uns da halt theoretisch schon Sachen anhören. Allerdings haben wir auch dafür nicht das ganze Geld. Was ist hier denn los, Alter? Und genau das ist geschehen, hey man. Das ist ja irre. Und das hat HSN echt gemacht? Oh shit, sie haben meinen Auftritt gestern auf livestrip.com gesehen. Scheiße. Ich kann es gar nicht glauben. Wie konnte er nur? Ups. Oh, hallo HSN. Wie geht es dir denn so, hey man? Denn das haben wir uns gerade gefragt. Wie es dir geht. Ja, genau. Und dann warst du auf einmal da. Nup, nup. Wie dem auch sei, wir müssen da mal weiter. Tschüss, hey man. Oh shit, sie haben alles gesehen von mir. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Heilige Scheiße. Ich glaube, wir gehen uns mal lieber im Erdboden vergraben. Hast du vielleicht noch eine Schaufel für mich? Oder kannst du mich vielleicht zuschaufeln? Nee, sorry, aber ich kann dir deine Pfirsiche abkaufen. Ist das okay? Ja, das ist auch okay. Dann haben wir immerhin noch ein bisschen Geld, bevor wir uns selber begraben. Was auch immer mir das dann noch bringt. Vielleicht können wir dann damit hier unten den hier, wie heißt der noch gleich? Den Typen, der uns da rübersetzt. Vielleicht können wir den damit bezahlen. Das ist natürlich... Wäre ganz cool, ne? Ja, okay, hier ist halt gerade voll... Oh, hier wird auch geklatscht. Ja, ich hab gehört, du warst in einem Magazin oder so. Psieps. Ich hab ein Magazin von meinem Training mit meinem Zahnstocher geschrieben. Und sie haben mich angerufen. Warte mal. Wenn du Zahnstocherflex meinst, das Magazin habe ich gelesen. Ha, genau. Ich bekam sogar einen Kristallzahnstocher als Andenken. Hey? Boah, kein Witz. Das Teil musst du mir mal zeigen, wenn ich dich das nächste Mal besuche. Pieps. Krass. Oh, und Jan, nur das von mir? Heyo. Ich rufe doch immer, hey, stimmt's? Hey. Joa. Ich habe damit angefangen, um extrem zu sein, aber ich kann nicht mehr aufhören, Mann. Ich bin ein Hey-Roboter geworden. Neulich hat Oinka sich schon lustig gemacht, Mann. Klingt das echt blöd? Du könntest was anderes sagen, tatsächlich. Im Ernst? Du hast es so abgedroschen. Shit, Mann. Das war meine Lieblingsphrase. Hast du bestimmt bemerkt. Ja, was ist los, Niklas? Ich kann doch einfach nicht einfach nichts sagen. Du musst einen Ersatz finden. Ob ich meine Sätze anders aufpeppen kann? Hi? Ja, sicherlich. Ich hab da schon genau das Richtige für dich. Yo, Digga. So. Yo, Digga. So richtig? Ich meine, hört sich das cool an? Ja, perfekt. Mann, ab sofort ist Yo, Digga mein Markenzeichen. Das ist die Sorte Spruch, die jede Stirn aller pulsieren lässt. Yo, Digga. Ja, sehr schön. Dein Hi war zwar auch sehr charakteristisch, aber Yo, Digga passt auch zu dir, du Sportskanone. Hervorragend. So, ach ja, jetzt weiß ich ja, was ich machen wollte. die beiden Kugeln nämlich zusammenrollen. Alter, was ist denn hier los? Die sind heute wahnsinnig kommunikativ drauf. Verkackt. Ja, so viel dann dazu.
Ach, shit. Dann halt nicht. Hat nicht sollen sein. Na gut. Ja. Warte mal, ich dussel. Ich habe jetzt doch vorhin doch was bei Nook gekauft, ne? Ich wollte doch eigentlich warten, weil doch heute Abend alles reduziert ist. Verdammt. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich dödel. Ah, schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Okay, beim nächsten Mal können wir uns mal hier um die Stadtfahne kümmern, dass wir da mal so ein schönes Logo entwerfen. Das wäre mal das Ziel für den nächsten Part und noch mal ein bisschen angeln. Und im übernächsten Part wird es dann wahrscheinlich mal hier bei Nacht weitergehen. Wobei, es ist eigentlich schon noch fast Abend. Und hier soll ja dann richtig die Party abgehen hier nachts. Irgendwie Sternenhimmel, krass. Ich weiß nicht, was da passiert. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.